Hallo liebe Leute und herzlich willkommen wieder zurück bei meiner Indie-Reihe. Hier kleine Info, Anfangsvideo nur. Es ist 5.18 Uhr morgens, also beziehungsweise sehr, sehr spät nachts, wenn man so will. Und nachdem die letzten Videos ja aus der, in der gleichen Umgebung, unter gleichen Umständen, sagen wir so, entstanden sind, nach dem Trinken, noch nachts zu Hause, also beziehungsweise morgens zu Hause und naja, nicht betrunken, nicht irgendwie wasted by any stretch of the imagination, nicht irgendwie wirklich besoffen. Natürlich war das drunk as fuck reiner Clickbait und stark übertrieben, aber doch zumindest leicht angeheitert vermutlich, und man merkt es einfach schon, dass ich mich leicht anders verhalte und artikuliere und so, und das könnte jetzt lustig sein. Auf jeden Fall entstehen die neuen Videos jetzt wieder genau in der gleichen Umgebung und in den gleichen Zuständen. Und ja, ich habe mir eine kleine nette Auswahl zurechtgelegt, hoffentlich nicht zu unheimliches, zu atmosphärisches, abfuckendes in dem Zustand. Und ich habe hier noch ein Glas, ein großes Glas vor mir stehen mit, wie ist die Scheiße? Wurzelpeter. Wurzelpeter und Relentless Energy Drink. Yeah, Schleichwerbung. Fleischwerbung, auch gut. Schleichwerbung. Muss ich wohl noch trinken werden, dazu vielleicht noch was, ein bisschen Triple Sec mit dem restlichen Relentless, dann keine Ahnung. Die Eiswürfel sind schon geschmolzen, weil ich hier Probleme hatte mit der Technik, mit dem Mikrofon und so weiter, weil das 4 Millionen Sachen passiert sind, aber jetzt geht es hoffentlich, es dürfte der Sound auch stimmen. Und ja, legen wir los mit dieser kleinen ersten Sache, bei der ich gedacht habe, dass die gut ist zum Intro sprechen. Hoffentlich ist der Sound diesmal gefixt und besser als letztes Mal. Das ist auf jeden Fall Autoclass oder wie auch immer man es ausspricht, was auch immer das heißt. Description: A small island A small island environmental art piece where you can walk around and look and listen to the rain. Ja, das ist auch schon alles, was da steht. Man sieht hier schon Ebbe und Flut kommen die ganze Zeit im hohen Tempo. Die Wellen werden angeschwemmt und ja, laufen wir doch mal hier lang und gucken, was sich auf dieser small island für ein environmental art piece befindet. Oder in welcher Form diese small island ein environmental art piece ist. Baum. Sogar massiv, man kann drauf und reingehen. Also ist hier schon mehr Liebe und Arbeit reingeflossen als in die meisten Steam Greenlight Early Access Survival Games. Baumstamm, der geformt ist wie ein Elefant. Den Kopf mit etwas Fantasie. Okay, kann ich aber nichts mitmachen. Blätter, Baum, Bäume, Gebüsch. Hier fast schon Plattform hier, aber ich komme nur auf die Äste und nicht auf die runden, halbdachförmigen Blätter. Insofern bringt mir das auch nichts. Sonne, Regen, dem ich in der Tat zuhören kann. Wunderschön. Das Spiel nicht gelogen mit seinen Features. Hashtag Spiel. Ja, das war's, I guess. Whoa, what the fuck? Bin ich der Einzige, der es gerade gehört hat? Ich hoffe, es dürfte für euch leider so leise sein, aber... Das war gerade so ein Röhrengeräusch. What the f... Was passiert? Also erst war hier so ein Röhrengeräusch. Eine Röhre, durch die Wasser fließt oder so, bei dem Regen nicht ungewöhnlich ist, aber wieso habe ich das noch nicht ganz laut bei der Röhre gehört? Aber dann war hier gerade jemand, ein Geräusch, das hat jemand... Irgendwas geöffnet, irgendein Klicken, irgendein... Klacken. Es wäre ein Koffer auf den Boden gefallen, wäre dabei geöffnet geworden, irgend sowas. Das leckt es gleich. Ich will ehrlich sein, ich habe dieses Spiel hier schon mal gerade aufgenommen. Es war ein 4-minütiges Video, es war sehr minimalistisch, es wäre sehr, sehr umpointiert und ich fand es eigentlich sehr gut. Nur war es leider komplett ohne mein Audio, weil Mikrofon eben nicht ging, weil ich das neu konfigurieren musste. Weil der irgendein anderes Mikro erkannt hat, was ich nicht habe. Und da war keins von den Geräuschen.
Und das ist der Grund, warum ich jetzt gerade so ein bisschen perplex und unsicher bin. What the fuck? Aber gut. Ja. Anyway, man kann hier wohl nichts mehr machen. Das da hinten sind Wolken und keine Inseln, I guess. Insofern ist hier nichts mehr zu holen oder zu machen, außer dem Regen zuzuhören. Schön, ja. Goti, best medium of all time von 10. Hammer. Das war ein schöner Einstieg. Ich trinke jetzt erstmal. Tschüss.